Ja, keine Lebensmittel mehr für Ausländer, das entschied die Essener Tafel am 10. Januar. Seitdem wurden Ausländer als Neukunden hier an der Essener Tafel nicht mehr zugelassen. Der Grund: ein zu hoher Ausländeranteil und zu hohe Konkurrenz zwischen Deutschen und Ausländern bei der Essensausgabe, hieß es damals. Zu stark war der Engpass hier bei der Essener Tafel und zu hoch die Konkurrenz. Daraufhin gab es eine große Debatte in Deutschland über Armut, über Integration. Und jetzt, letzte Woche, hat die Tafel hier hinter mir die Regeln geändert. Es wird nicht mehr auf die Nationalität geschaut bei Engpässen, bei Verteilung, sondern es werden Alleinerziehende bevorzugt sowie Familien mit kleinen Kindern. Also große Kritik an der Essener Tafel, die hat jetzt ihre Regeln, wie gesagt, geändert. Und heute, deswegen sind wir hier und deswegen hallo und herzlich willkommen zu Bild Live bei der Essener Tafel. Um 9 Uhr haben hier die Tore geöffnet, sozusagen die Türen hier im Wasserturm. Und die Schlange war von der Tür bis rechts an die Ecke, bis zu der Ampel standen die Menschen, um heute neu zugelassen zu werden. Sie bekommen dann sozusagen ihre Ausweise für die Tafeln, 12 Tafeln an der Zahl in Essen. Und dort können sie sich dann ihr Essen abholen, bekommen es dann dort zugeteilt, immer zu festen Zeiten. Im Moment, da sehen wir Kollegen der Presse. Und wir wollen über die ganze Problematik einmal sprechen, über die Problematik der Tafel, über die Problematik des hohen Andrangs mit Jochen Brühl, Vorstand Dachverband Deutsche Tafel. Er ist mir jetzt per Skype zugeschaltet. Herr Brühl, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben an diesem Morgen. Ja, der typische Tafelkunde aus Ihrer Sicht, wie sieht der aus? Ist es wirklich so, dass Sie auch bundesweit immer mehr Ausländer, immer mehr Flüchtlinge verzeichnen in den Tafeln? Es ist so, dass der eigentliche Kunde bei den Tafeln war der Obdachlose, die Obdachlose, die zu den Tafeln gekommen sind. Es gab viel Lebensmittel und man hat gesagt, wir schaffen eine Brücke zum Überfluss und Mangel. Und die Tafeln sind ein Seismograf der Gesellschaft. Das heißt, das, was in der Gesellschaft passiert, passiert dann auch im Brennglas, in den Tafeln. Wir haben ungefähr ein Viertel der Tafelkundinnen und Kunden sind Kinder und Jugendliche und 24% Rentnerinnen und Rentner. Und es gibt natürlich dort, wo auch Flüchtlinge untergebracht sind, natürlich auch Menschen, Migrationsflüchtlinge, die zu den Tafeln kommen. Das ist aber im Prinzip ein Abbild unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Und ist Essen Ihrer Meinung nach auch ein Abbild für die Gesellschaft in Deutschland? Also ist hier die Lage besonders angespannt oder generell im Bundesgebiet? Ja, die Tafelregierung leistet unglaublich viel und es ist interessant, dass da durch eine sehr regional begründete Situation ein großer Aufschrei durchs Land geht. Wir würden uns wünschen, dass das Thema Armut und dass so viele Kinder von Armut betroffen sind oder Rentnerinnen und Rentner, dass das zu einem Eklat wird, dass die Menschen aufstehen und sagen, ich sage, Essen ist ein sehr stark regionales Problem. Die Tafeln kämpfen seit vielen Jahren damit, dass in der Region, vor Ort, dort, wo sie sind, immer wieder verschiedene spezielle Dinge aufploppen. Also es ist sehr immer so skalisiert wird, denn am Ende muss werden und in Deutschland zwischen 12 bis 16 Millionen Menschen und 1,5 Millionen Menschen, noch nicht mal 10%, werden von den Tafeln mit Lebensmitteln unterstützt. Und ich finde, das Thema Armut muss in den Fokus rücken. Also die Tafeln, das muss man ja immer wieder betonen, weil man hat manchmal das Gefühl, die Tafeln, das sind staatliche Einrichtungen. Das ist ja ein privater Verein, der sich durch Spenden finanziert und dieses Essen, was da verteilt wird, das ist, wird auch gespendet. Wie entwickelt sich denn da die Spendenbereitschaft im Moment aus Ihrer Sicht? Ja, wir müssen noch mal ein paar Sachen klären. Also wir geben kein Essen aus, wir geben Lebensmittel aus, damit Menschen sich selber mit Lebensmitteln versorgen bzw. Sachen kochen können. Also keine fertigen Essen, sondern Lebensmittel. Das, was übrig ist, was wir als
das Verbrauchen Die Tafeln, die werden unter den gleichen Bedingungen an Menschen abgegeben, wie wir sie aus dem Supermarkt kriegen. Also die müssen Hygienevorgaben entsprechen. Wir sind keine staatliche Organisation, sondern wir sind eine bürgerschaftliche Bewegung, die gesagt hat, wir wollen uns engagieren, weil auch Bürgerinnen und Bürger zum bürgerschaftlichen sind. Und die Spendenentwicklung, dass natürlich Tafeln immer was brauchen können. Ob das Menschen sind, die helfen, ob das Geldspenden sind oder ob das halt Lebensmittel sind, die aber genau den Vorgaben entsprechen müssen, wie die, die wir im Supermarkt im Discounter kaufen. Und Sie haben es angesprochen, Sie sind keine staatliche Organisation, aber oft hört man beispielsweise von Ihren Kunden, ja, mich hat die Arbeitsagentur direkt gleich zu Ihnen geschickt. Also ist es nicht so, dass aufgrund Ihrer Tätigkeit zum Beispiel sich die Politik ausruht und eben halt nicht handelt? Was fordern Sie denn von den Politikern, um die Situation gerade in Angesicht der Flüchtlingsbewegung, der neuen Kunden bei Ihnen, die Situation zu entspannen? Was muss da passieren? Ja, also müssen jetzt nicht über neue Kunden. Das ist so. Das ist auch bürgerschaftliche Gesellschaft, die sich engagieren muss, aber jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Und der Staat muss seine Aufgaben erfüllen. Der hat nicht die Aufgabe, Menschen zu kritisieren, die sich für andere engagieren, sondern der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger. Und natürlich engagieren sich Bürger, also über 13 Millionen Menschen in Hospiz bewegen, bei der Freiwilligen Feuerwehr und auch bei der Tafel, weil sie in der Gesellschaft was tun wollen. Aber da darf sich die Politik nicht drauf ausruhen. Und ich bin da ganz konkret und direkt auf die Politik zu und sage, wir tun etwas als Verbindung leider abgebrochen zu Jochen Brühl. Trotzdem bis hierhin vielen Dank für die Einblicke aus Sicht des Dachverbandes Deutscher Tafel. Ganz wichtige Einblicke, die wir da bekommen haben an diesem Tag, an dem hier in der Essener Tafel wieder Menschen ohne deutschen Pass zugelassen werden. Heute Morgen standen viele Menschen hier an der Tafel, standen bis dort zur Ecke. Dort sehen wir links die weiße Eingangstür, bis rechts zur Ecke standen sie und haben sich angestellt. Hier schon kurz vor 8, um 9 öffneten sich die Türen und dann war auch ganz schnell klar, für heute ist Schluss. Ein paar Menschen kamen etwas später, die wurden heute gar nicht mehr berücksichtigt. Sie können sich also keine Lebensmittel holen bei den 12 Tafelstationen hier in Essen. Schauen wir etwas mehr auf die Tafeln, auf die Essener Tafel. Jeden Mittwoch können sich Bedürftige bei den Essener Tafeln melden und aufgenommen werden, wenn denn dann Platz ist. Das ist ja immer wieder die Problematik. Und seit Januar, da müssen Sie oder mussten Sie nicht nur Ihre Bedürftigkeit nachweisen, sondern auch einen deutschen Ausweis haben. Das wurde ja jetzt geändert. Und gerade Senioren und alleinerziehende Mütter waren abgeschreckt von dem massiven Andrang an ausländischen Mitbürgern. Und deswegen hat halt die Tafel hier in Essen beschlossen, einen Ausländerstopp zu vollhängen. Und daraufhin gab es diese bundesweite Diskussion. So, wir wollen einmal schauen auf diese Diskussion. Im Zentrum dieser Diskussion natürlich Jörg Sator, der Chef der Essener Tafel, der uns hier auch heute begrüßt hat an der Tür und noch ein paar Worte gesagt hat zu der aktuellen Lage und vor allem auch zu der Diskussion in den letzten Wochen. Und wir wollen in ein paar Äußerungen von ihm reinhören. Okay. Wobei das Thema ja dann auf einmal hieß Armut in Deutschland, da kann man geteilter Meinung sein. Ich nehme den Begriff Armut nicht so gerne im Mund. Ich denke, auf dieser Welt gibt es arme Menschen, nicht unbedingt in diesem Land, da gibt es Bedürftige. Ich würde eher den Begriff Bedürftigkeit nennen als Armut. Das finde ich persönlich ein bisschen pervers, auf diesem Niveau von Armut zu sprechen. Aber das sagen dann mal gerne die Sozialverbände.
oder die Wohlfahrtsverbände, die sich da in die Richtung äußern. So, und wir haben noch eine Äußerung von Jörg Sarto, die hören wir uns jetzt an. Aus einer eigentlich eine, in meinen Augen eine unwichtige Geschichte, so ein Bromborium gemacht wird, habe ich im ersten Ansatz nicht verstanden. Im Nachgang muss ich sagen, es hat eine sehr positive Geschichte für Deutschland, nicht für die Essener Tafel. Aber ich denke mal, dass diese Geschichte, die wir da angestoßen haben, die wir aber nicht wollten, das war nie unser Ziel. Wir wollten nie hier in Deutschland was verändern, wir wollten was für die Essener Tafel ändern. Ich sag mal, das Fass ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat. Und das, was die Medien dann daraus gemacht haben, in den letzten 4-5 Wochen, denke ich mal, hat bei einigen Politikern zum Umdenken. So, und wir sprechen jetzt mit dem NRW-Integrationsminister Joachim Stamp. Er ist uns per Telefon zugeschaltet. Herr Stamp, ja, im Kreis Borken, da hat man einen Flüchtlingsstopp verhängt. Vor ein paar Tagen, am 3.4. Das war machbar. Hier die Tafel musste ihren Flüchtlingsstopp aufgrund des öffentlichen Druckes wieder lösen. Warum da zweierlei Maß? Warum ist das so, dass beispielsweise in Borken das gemacht wird? Es gibt gar keinen Flüchtlingsstopp in dem Sinne in Borken. Wir sind dort mit den Bürgermeistern im Gespräch, wie wir die Sache regeln. Es geht hier doch um etwas ganz anderes. Die Situation ist die gewesen, dass die Essener Tafel mitbekommen hat, dass sich auch aufgrund von Verhaltensweisen einiger die bestimmte Gruppen, die die Tafel eigentlich ansprechen möchte, wie zum Beispiel auch Seniorinnen oder auch Alleinerziehende mit Kindern, ausgegrenzt gefühlt haben. Und dementsprechend hat Herr Sator reagiert. Das war in der Kommunikation nicht glücklich. Das hat er ja selber auch eingeräumt. Aber man muss ja sagen, das, was die Essener Tafel insgesamt macht, ist eine großartige Arbeit. Und das sind tolle Ehrenamtler. Und die Art und Weise, wie die Essener Tafel beschimpft worden ist, das ist nicht in Ordnung gewesen. Jetzt findet Integration in Deutschland ja, sagen wir mal, in bereits prekären Lagen statt, also am unteren Ende der Gesellschaft, wenn man das jetzt mal so beschreiben möchte. Und der Druck wird hier beispielsweise bei der Tafel immer stärker, immer massiver. Was tut denn die Politik, um da eine Entspannung zu bekommen? Also ich glaube, erstmal ganz wichtig ist für die gesellschaftliche Diskussion, dass es nicht gehen sollte zwischen Deutsch und Nichtdeutsch, sondern zwischen anständig und unanständig. Und wer sich an der Tafel nicht benimmt, der muss auch rausfliegen. Das ist auch das, was ich zu der Debatte frühzeitig gesagt habe. Das ist einfach mal ein ganz wichtiger Grundsatz, dass wir uns nicht über die Herkunft definieren, sondern über die Art und Weise, wie sich jemand benimmt. Und was die Integration vor Ort angeht, da wissen wir, dass wir gerade auch in den Städten im Ruhrgebiet eine schwierige Situation haben, weil wir zusätzlich zu den Flüchtlingen, die gekommen sind, auch eine sehr starke Einwanderung haben aus zum Teil sehr prekären Verhältnissen aus Südosteuropa. Und da werden wir als Landesregierung ganz massiv uns mit auseinandersetzen, wie wir vor allem bei den Kindern anfangen können, die Integration voranzutreiben in den Kitas, in den Schulen, damit wir die Kinder von vornherein fit machen, dann auch tatsächlich vernünftig hier im Leben klarzukommen. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass wenn es solche Vereine, solche privaten Initiativen wie die Tafel nicht gäbe, dass wir dann in Sachen Integration und in Sachen Sozialstaat noch schlechter dastehen würden, weil die Politik sich verlässt auf EVs wie die Tafel. Nein, man hört immer wieder beispielsweise, dass Leute vom... Ja, aber man hört immer wieder, dass Leute direkt hierher geschickt werden, beispielsweise vom Arbeitsamt oder von Sozialbetreuern. Das ist dann ein Hinweis, was es über den Sozialstaat hinaus noch gibt. Die Tafeln sind ja nicht der Ersatz für den Sozialstaat, sondern die Tafeln sind dafür da, dass Lebensmittel, die sonst weggeworfen würden, die aber noch völlig in Ordnung sind, denjenigen zugutekommen können, die eben
leider ärmer sind als andere und womit man versucht, denen den Lebensstandard etwas zu verbessern. Und ich glaube, das ist einfach ein tolles ehrenamtliches Engagement. Aber das ist nicht der Ersatz für den Sozialstaat. Die Leistungen für den Sozialstaat muss der Staat erbringen und nicht die Tafeln. Und wenn jemand sagt, dann geh doch dahin, dann ist das sicherlich ein gut gemeinter Hinweis, aber dann heißt das nicht, geh dahin, weil wir hier nichts für dich tun, sondern der Sozialstaat muss sich natürlich kümmern. Und die Tafeln sind schon gar nicht ein Instrument der Integrationspolitik, sondern wie gesagt, es geht darum, Lebensmittel in einer sehr reichen Gesellschaft, die sonst weggeworfen würden, nützlich zu machen und damit Leute zu unterstützen, die eben sehr wenig Geld haben. Genau, und die uns oft sagen, ohne die Tafel hätten sie am Ende des Monats keine Lebensmittel mehr. Also tatsächlich über das Thema Armut und Hinzuverdienstmöglichkeiten und Sozialstaat können wir immer wieder neu diskutieren, aber ich halte es eben für verkehrt, zu sagen, dass die Tafeln ein Instrument des Sozialstaats sind oder ein Ersatz für den Sozialstaat, sondern es ist ein ehrenamtliches Engagement, wichtige und brauchbare Lebensmittel auch tatsächlich nutzbar zu machen. Joachim Stamp, danke für Ihre Einschätzung, danke für Ihre Zeit am heutigen Tag zu diesem brisanten Thema und das uns sicher noch weiter auch beschäftigen wird, NRW-Integrationsminister Joachim Stamp. So, also wir sehen, es ist ein kontroverses Thema, ein Thema, über das wir noch lange diskutieren werden. Und es wird sicher nicht der einzige Fall jetzt gewesen sein in der nächsten Zeit hier in Essen, wo sozusagen ganz deutlich wird, wie angestrengt, wie angespannt die Situation in bestimmten sozialen Schichten ist derzeit. Und diese angespannte Situation, die noch einmal verschärft wird durch Flüchtlinge, die hier neu ankommen, durch Asylsuchende, die hier neu ankommen und vielleicht auch durch fehlende staatliche Einrichtungen und Unterstützung? Fragezeichen. Da würde mir Joachim Stamp jetzt wahrscheinlich widersprechen. Also, das ist unser Bild live zum heutigen Tag hier aus Essen von der Essener Tafel, wo jetzt wieder Ausländer bzw. Menschen ohne deutschen Pass zugelassen werden zur Registrierung. Das fand heute hier hinter dieser Tür ab 9 Uhr statt. Schon vor 8 Uhr standen hier die Menschen Schlange bis zur Ecke, um hier registriert zu werden. Es mussten auch heute wieder Menschen abgewiesen werden, weil einfach das Kontingent für heute schon erfüllt war. Die Menschen, die es geschafft haben, sich hier zu registrieren, die werden in einer der 12 Tafeln hier in Essen versorgt. Da gibt es sozusagen ein Kärtchen, das sie vorlegen bei der Ausgabe der Lebensmittel. Und da gibt es ganz genaue Zeiten, zu denen sie erscheinen bei dieser Lebensmittelausgabe. Und wir haben es gehört, das ist keine Essensausgabe in dem Sinne, sondern halt Nahrungsmittel, die gespendet werden, beispielsweise von Unternehmen wie Rewe oder anderen Lebensmittelläden in Deutschland. Und auf diese Spenden sind die Menschen hier und im ganzen Land sehr angewiesen. Das soll es gewesen sein für den Moment. Bild live, wir melden uns immer, wenn etwas passiert. Danke fürs Reinklicken hier aus Essen.